Hallo, Freundinnen und Freunde, ihr steht auf Dracula, ihr steht auf Wimmelbildspiele und ihr steht natürlich auch auf mich. Und dann verbinden wir diese drei wunderschönen Dinge einfach wieder mal miteinander und spielen Draculas Legacy, das momentan sehr laut auf meinen Ohren ist, was mir aber egal ist. Wir gucken kurz in die Optionen, ich mache die Musik ein wenig bisschen lauter, ja vor allen Dingen leiser. Das Spiel war ein Geschenk. Tyrael war es, glaube ich. Tyrael, vielen Dank. Und wir spielen natürlich alles, was ich geschenkt bekomme. Denn das kostet mich ja nichts und das kann ich ja relativ einfach spielen. Nein, Spaß beiseite. Alleine, weil ihr mir es schenkt, fühle ich mich natürlich verpflichtet, es zu spielen. Wenn es dann noch ein Dracula-Wimmelbildspiel ist, umso besser. Wir haben ein Problem. Das Spiel gibt es nur auf Englisch, das gibt es nicht auf Deutsch. Aber dann machen wir ein kleines gemeinsames Lessons Learned hier draus. Und ich versuche mein Not-So-Good-English einigermaßen aufzubessern, indem ich zwischendurch auch bestimmt mal was nachgucken muss. Wir spielen dann aber casual, nicht advanced. Ich spiele ja normalerweise immer fortgeschritten, wenn ich ein Wimmelbildspiel spiele, weil ich ja ein alter Wimmelprofi bin, aber in diesem englischen Fall werden wir casual spielen. Liebe Scheiße, welch dramatischer Anfang. Das wirft uns mitten irgendwo rein. Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung, worum es in diesem Spiel hier geht. Ich weiß nicht, ob es verknüpft ist mit Dracula Love Kills, was wir ja gemeinsam schon gespielt haben. Would you like some interactive help? Nein, ich weiß, wie man ein Wimmelbildspiel spielt. Ich weiß nicht, ob es mit Dracula Love Kills zu tun hat. Tödliche Liebe. Wir haben ein Messer gefunden. Das werden wir rausfinden, hoffe ich. Wenn ich denn einen Großteil des Textes für euch übersetzen kann. Ich versuche, das sofort zu übersetzen. Die Kiste ist verschlossen. Ich kann sie nicht ohne einen Schlüssel öffnen. Aber es sieht so aus, dass man sie mit irgendetwas einfach aufbrechen kann. Könnte. Die Laterne ist mit einem Draht gesichert. Der muss irgendwie zerschnitten werden. Was haben wir hier? Es sieht wie eine alte Maschine aus, aber da fehlt ein Teil. Wer weiß, was sich in der Dunkelheit versteckt. Ich werde keinen Schritt weitergehen, solange ich nicht irgendetwas sehe. Wir werden den Draht natürlich mit dem Messer abschneiden. Drahtstück. Okay, hier muss eine Kerze rein. Ich verstehe nicht, wie diese Lampe funktioniert, diese Laterne. Sie ist zu alt, um elektrisch zu sein. Und as for candles or oil, they wouldn't give... Also mit Kerzen oder Öl würde sie nicht genug Licht spenden, sagt sie. Vielleicht können wir mit dem Draht das Schloss knacken. Na klar können wir das. Ein Teil der alten Maschine. Ein Kristall. Das war's. Okay, die Wimmelbilder schließen sich, wenn nichts mehr zu tun ist. Das finde ich gut. Wir müssen das hier einsetzen. Das war ziemlich cool. A Gear Wheel. Ein Zahnrad ist geniedet. Wenn ihr dieses Hecheln im Hintergrund hört, das ist nichts Unanständiges. Das ist mein Hund. Ich war eben spazieren eine ganze Weile und die ist ganz schön fertig, die Kleine. Okay, hier könnte ich dann drehen. Theoretically. Ein Zahnrad. Habe ich hier irgendwo eins übersehen? Vielleicht könnten wir den Kristall hier mal einsetzen. Ih, Fledermausens. Fledermausi. Da sind Fußspuren. Okay, wir können weitergehen. Ach,
du liebe Scheiße, hier kriegt man ja von Anfang an die Monster voll aufs Gesicht geschmissen. Hier. Ich kann nicht weitergehen, bevor dieses Vieh aufhört, den Weg zu blockieren. Ich muss einen Weg finden, um sie fortzufahren. Habt ihr verstanden? Weil drive you away, ne? Das ist richtig geil. Ah, guck mal. Ein Helm? Yee. Was ist denn hier mit den Viechern überall? Von Anfang an. Ich kann da nichts rausholen, solange die Schlange da drin rumsitzt. Ja, das ist mir klar. Was ist da denn? Ah, ein Gear-Wheel. Sehr gut. Ein Schaft. Schaft. Cool. Also bis jetzt klappt das mit dem Englisch ganz gut und es ist auch hübsch gemacht, muss ich jetzt mal sagen. Also es gefällt mir wirklich gut von der Machart her. Das ist so, wenn sie ungezogen sind, muss man sie an der kurzen Leine halten. Hier fehlt einer von diesen Ringen. Was haben wir hier? Einen Schaft. Da haben wir noch was. Oh. Okay, wir sind besessen von irgendetwas oder irgendwem. Hello, my child. My name is Christopher Kelmendi. I've come to help you. Can you help me find my boyfriend, Matt? We came to this weird place, and then suddenly we were attacked by a horrible creature. It seemed like it chased us for miles and miles, but it was really for just a few seconds, and then I fell in here. I think it must have caught Matt. What's going on? What was that beast? And where's Matt gone to? Your fiancé is in great danger. But you're in even greater danger right now than he is. You must rush and escape from this awful dungeon. That creature you recently encountered was nothing compared to the horrible beings that lurk down here. Luckily, all of them are asleep at the moment. But as night falls, they'll awaken from their sound sleep. So hurry, my child, and find your way out of here immediately. Ja, du bist eine tolle Hilfe, das wollte ich eh. Also er hat jetzt erzählt, dass hier unten ganz fiese, widerliche, böse Kreaturen schlafen und wir vor Mitternacht, vor Anbruch der Dunkelheit hier raus sein müssen. Sonst werden die alle wach und werden uns aufessen. Da ist irgendwas hinter diesem... Da ist eine Nische dahinter. Ach so. Ich sollte da mal reingucken, aber erst muss ich das Ganze ein bisschen weiter öffnen. Die Pickaxe ist broken. Wir haben aber den Shaft. Dann nehmen wir ihn auch mit. Was ist das? The path has partially collapsed. Da ist alles teilweise zusammengebrochen. Alles teilweise, ne? Das Ding ist teilweise zusammengebrochen und mit irgendeinem Mechanismus. Irgendein Mechanismus ist da sichtbar. Das sieht aber alles sehr unstabil aus. Ich muss mich erst sichern, bevor ich da hochklettere, hat sie gesagt. Simultan übersetzen ist echt scheiße. Wir könnten das hier mit der Pickaxe einschlagen. Sehr gut haben wir das gelöst. Wir sind ein sehr guter Spieler. Und hier ist unser erstes Wimmelbildspiel, vor dem ich sehr viel Angst hatte. Okay, seht ihr hier? Ah, da oben, guckt mal. Da oben ist die Anzeige, wie wir es drehen müssen. Das war einfach. Ein tiny fish. Ein kleiner, kleiner Fisch. So klein war der gar nicht. Eine Flöte. Flöte sollte... Die Wimmelbildspiele sind sehr groß. Ich habe die Befürchtung, dass das später ein wenig schwieriger werden wird. Ein gelber Drache. Das ist eine dicke, fette, eklige Spinne, die wir auch noch einsammeln müssen. Genau wie den Skorpion. Dosenöffner. Oliven. Die sind bestimmt hier in diesem Glas drin. Das ich irgendwie öffnen muss. Da ist die Lilie Feder. Ein Tide Bow. Ist mit Bow. Hier ist die Feder. Eine gebundene Schleife müsste das sein, wenn ich mich... Ein Bow könnte ja auch ein Bogen sein, aber wir wollen die Schleife haben. Yellow Dragon. Den müssen wir gelb anpinseln. Wir malen die Rosen rot.
Das haben wir sehr gut gelöst. Und jetzt müssen wir noch die Oliven irgendwo aus den Dosen rausholen. Sehr gut, das war schön. Ein cooles Wimmelbildspiel. Es macht mir sehr viel Spaß. Mit der Flöte können wir natürlich jetzt die Schlange betönchen. Gute Nacht, Schlange. Da ist das... Und es fängt natürlich mit einem Drehornament an. Ich hasse Drehornamente. Wobei, das hier sieht noch relativ machbar aus. Warte. Ich hab's gleich. Nix sagen, nix schwätzen. So. Passt das nicht? Ah ne, das passt gar nicht. Da ist noch eine Schlange. Guck mal. Ne, dann hätte die einen ziemlich fetten Kopf. Wir müssen das von außen, glaube ich, durchziehen. Ja doch, das müsste aber passen so. Dann haben wir hier folgenden Fehler. Hopp. Aber in der Mitte, das lässt sich ja gar nicht drehen. Achso, ich kann auch... ich bin ein selten dämlicher Trottel. Aber selten dämlich. Jetzt müsste ich nur noch gucken, wie das hier war. Manchmal... Das war knapp. Sehr schön gemacht. Also dieses Wimmelbildspiel, das gefällt mir richtig gut. Ja, kannst jetzt aufmachen. Ja, da muss natürlich wieder ein... Eine Aussparung ist da. Da muss was rein. Au, ein Seil mit einem Rope-Ding ins Gedöns. Okay, ich kann das schalten und walten, aber ich kann nicht vorbei. Haben wir denn wieder sowas wie eine Karte? Was macht das da eigentlich? Back. Okay, nee, wir haben keine Karte und Hinweise, aber... Oder, warte. Was ist das? Steht gar nichts dabei, was das... Huch, ich wollte keinen Hinweis. Jetzt habe ich mir bestimmt ein Achievement versaut dadurch. Ah, das sind so Tooltip-Anzeigen, wo was möglich ist. Okay, habe ich verstanden. Das da ist einfach nur das Optionsmenü. Nun gut, dann kriegen wir das auch so raus. Zack. Ja, bis jetzt alles sehr einleuchtend auch. Ein Goldzahn. Wir können das Messer nicht wieder mitnehmen. Das ist, ach so, ich war, dachte immer, das wäre hier gemeint. Was haben wir denn jetzt? Ein Zahn. Was machen wir mit dem Goldzahn? Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir noch zu tun hätten. Aber wir können ja hier jetzt weiter, genau. Diese Zwischensequenzen immer. Ich höre jetzt auch auf, die Maus da rauszunehmen, oder? Nee, doch nicht. Oh. Oh. Was für ein schrecklicher Vampir. Noch ein Goldzahn. Das ist gut, vielleicht. Ah, guck mal hier. Ein Fledermaus-Ornament. Ich dachte, ich müsste den Schädel jetzt... Da! Ach so, da muss noch ein anderer Diamant rein. Mit der Axt spalten kann ich es auch nicht. Da sitzt eine eklige Spinne. Hier war nur der Schädel noch. What a terrible vampire! Kann ich die Särge hier irgendwie... Nee, aber ich habe ja das Fledermaus-Emblem jetzt, das hier dran gehört. Das ist alles noch so eine Art Tutorial. Und hier sind ganz viele Spinnen. Ich hasse Spinnen seit meiner Kindheit. Diese hier sehen gefährlich aus. Da werde ich es nicht riskieren, mit der bloßen Hand reinzukrabbeln. Leer. Versteck. Da krabbelt noch so ein Käfervieh. Cool. Was mache ich mit der Axt? Wo habe ich noch was, was ich mit einer Axt tun könnte? Die Ritterrüstung. Brauchen wir nicht mehr. Da, was war das? Hier ist ein Tunnel, aber ich kann in den Wurzeln nicht vorbei. Dann axten wir die einfach weg.
Hier ist jemand, der hat es nicht sehr weit geschafft, wie es aussieht. Okay, Gunpowder. Pulver. Schießpulver. Ein Glove. Ah, damit kann ich an die Spinnen angreifen. Hier ist ein ekelhaftes Rätsel, wo aber ein Teil fehlt. Das heißt, wir können das noch sparen. Hier brauchen wir definitiv einen Schlüssel. Okay, wir machen Folgendes. Wir gehen zu den Spinnen und krabbeln mit dem Handschuh da drin rum. Ist das alles, was wir brauchten? Ah, okay. Das sieht aus, als müssten wir da jetzt so eine Art Tetris-Spiel spielen. Da war das. Hint? Kann ich keine Anleitung lesen oder so? Was muss ich dann machen? Ach so, ich muss das hier ausfüllen quasi, ne? Kann ich es drehen? Nee. Wir versuchen das mal ganz logisch aufzubauen, die ganze Nummer hier. So geht's nicht. Ich vermute, dass du dann hier unten in die Ecke rein musst. Aber du bist ein Klotz am Bein. Ich kann die auch nicht drehen, ne? Gibt's denn, was ist das? Skip? Ich möchte nicht skippen diesmal. Vor allem jetzt so früh noch nicht. Ich kann sie nicht drehen. Ah. Er kann so vielleicht noch platziert werden. Oder so. Oder so. So macht auch Sinn. Aber da kann... Doch, das geht so. Aber das müsste gedreht werden, damit es passt. Oh Mann, hör doch auf, da rauszuklicken. Ich weiß auch nicht, was die Steine mir für einen Hinweis geben sollten. Wenn ich mich außen so umgucke, sehe ich nichts, was essentiell weiterhelfen könnte. Och Leute, das ist ein bisschen doof, wenn man dann vorbeiklickt. Muss ich das denn? Ich hätte gerne, wie in den anderen Wimmelbildspielen, jetzt eine Anleitung, was ich überhaupt tun muss. So hilft es niemandem, so auch nicht. So könnte es passen. Och, das nervt ein bisschen. Ah, guck mal, so geht's. Der Diamant, der muss ins Auge vom Schädel. Beck geht immer hier an den Anfang zurück, okay? Wo war denn der Schädel? Der war hier hinten im Leer, ne? So, mein Freund, guck mal, hast du dein Auge wieder? Da ist mein Schlüssel. Sehr schön. Die Axt habe ich immer noch. Ich weiß nicht, ob es Secrets zu finden gibt. Also für ein Wimmelbild schön aufwendig gemachte Zwischensequenzen. Und zwar sehr oft, ne? Das müsst ihr auch sagen. Ein Cube. The tar seems to have leaked out. Oh, das Harz, okay. Vielleicht kann ich was davon abzapfen, wenn ich in den Baumstamm klopfe. Jetzt weiß ich, wo ich Tee herbekomme, wenn ich welchen brauche. Das ist gut. Oh. Noch eine Fallgrube. Wir sind ja schon mal in eine reingefallen. Das wollen wir ja nicht nochmal. Eine halb verrottete Karre. Ich kann es benutzen, wenn ich ein Rad finde. Hat sie gesagt. Das ist sehr trocken. Das liegt schon sehr lange in der Sonne. Ich weiß nicht, wie uns das weiterhilft. Aber wir schauen einfach mal. Hier ist ein Rucksack mit einem Schloss dran. Okay, eine Schaufel ist schon mal gut. Ein Wagenrad ist auch gut.
wissen wir auch schon, wofür wir es brauchen tun. Was ist das denn? Schäden mit Wille und... Ah. Guck mal, das geht ja, wie es Katzen machen hier. Bis jetzt geht's mit dem Englischen. Jetzt kommt der nächste Part, wo ich wieder sehr viel Angst haben werde. Butterfly. Ach so, okay. Hab's verstanden. Ich muss ihn immer nochmal anklicken. Bei dem letzten Wimmelbildspiel war es so, dass... Oh. Flashlight and Angel. Sometimes, ne? I wish I were an angel. That's tuning on. Flashlight, that's tuning on. Da ist eine Flashlight auf jeden Fall. Eine Snail. Habe ich noch nicht gesehen? Doch, da ist sie. Needle and Thread. Zum Glück habe ich immer Nadel und Faden dabei. Small Heart Pendant. Das ist ein Herzanhänger oder sowas, ne? Vermute ich Bären. Die habe ich schon gesehen. Da ist der Herzanhänger. Knoblauch. Garlic. Der Spoon. Der Frog. Der Key. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was wir mit der Batterie machen. Habe ich die Lösung mir selbst gegeben? Geht. Nadel und Faden. Habe ich zum Glück immer dabei. Habe ich schon gesagt. So, jetzt pass mal auf. Ne, die Brille nicht. Wir brauchen das da. Jetzt habe ich eine Schubkarre in meinem Inventar, was sehr nützlich ist, weil... Oh oh. Congratulations, my child. All you need to do is get over this high wall. You can see a town behind it. And that's where you'll find your fiancé. He's still alive. Safe and sound, even. But time is running short. Of course. I'll do all I can to rescue my Matt as soon as possible. We came here for me. It's all my fault we were even here in the first place. But tell me, please. Where in the town should I look for him? And who can I ask to help me? The town is almost empty of people. The few human beings still here have become the loyal slaves of those monsters. Their minds clouded and controlled by the evil creatures. Trust no one, and good luck. May you succeed. Jo, vielen Dank. Also, da hinten ist, hinter der Mauer ist eine Stadt. Da ist der Matt. Den müssen wir retten. Da, guck mal. Das hat sie da auch gerade nochmal. Ich muss diggen. I have something to dig. This shovel. Cause I am the shovel knight. Oh nein. Oh nein. Achso, ich muss die drehen. Ja, dann geht's ja noch halbwegs. So, es gibt wenige Possibilities. Zum Glück. Bis jetzt sieht's noch ganz gut aus, dass ich's schaffen kann. Das ist ein bisschen wie das Hacken in Bioshock. So, Rope and Ladder. Die Kanonenkugel ist zu schwer. Ey! Ach, ich habe die damit jetzt einfach aufgehoben. Ach so, das Gunpowder müssen wir noch holen, genau. Das hatte ich fast vergessen, das liegt ja noch da hinten rum. Hier können wir erstmal nichts machen. Wahrscheinlich muss ich mit der Kanone da so richtig fiese reinballern, weißt du? So, was machen wir mit dem Stroh eigentlich? Nadel und Fadenbrille. Hab grad nicht so richtig eine Ahnung. Ach so. Oh, schick. Eine Fackel zum Anzünden nachher, natürlich. Vielleicht muss ich die ein bisschen mit Baumharz beträufeln. Ich habe mir gedacht, bestimmt. Ich weiß nicht warum, aber es ist bestimmt richtig so. Brille, Nadel und Faden. Achso, ich habe den Sack zugenäht und nehme einfach den ganzen Sack mit. Das ist sehr gut. Ich bin ein sehr guter Spieler. Ne, nicht die Torch. Die muss ich ja noch anzünden gleich.
Gunpowder. Cannonball. Hier an die Lunte anwenden. Nee. Dachte, ich könnte es ein bisschen zündeln. So, die Frage ist, wo hatten wir denn ein Feuer? Ah, warte. Wir zünden einfach mal den ganzen Wald an, dass wir hier uns retten können. Aber nach mir die Sintflut. Who the fuck cares? Der Weg ist frei.